Hallo, liebe Lost Ark-Fans, hier sind wir mit Schildkröte Rodan und, ja, so heißt er jedenfalls momentan, mit Rodan hier in der Lost Ark. Auf, ja, dem einzigen Server, den ich hier gefunden habe, wo man relativ schnell sich einloggen konnte. Und, ja, wir sind jetzt hier mittendrin im Spiel. Im, ja, etwas früheren Zugang, weil ich so ein Bronzepaket gekauft habe. Deshalb hat man ein bisschen 3 Tage früheren Zugang zu dem Spiel. Für Free-to-Play kann man Freitag damit starten, also am 11. Und dann kann sich jeder einloggen. Und ja, hat ein bisschen gedauert, bis man hier reinkam. Eine große Warteschlange. Mehrere Server waren eigentlich ziemlich dicht, aber ja, konnte man eigentlich auch erwarten. Bei so einem Spiel, das so gehypt wird, so viele Leute möchten das spielen, warten schon so lange da drauf. Und dann ist natürlich die Server relativ voll, aber es ging. Also noch ein paar Minuten war ich dann hier in einem Server drin und gut ist. So, jetzt spiele ich jetzt mal. Und dann schauen wir mal, wie es hier so weitergeht in der Story von Lost Ark. Eine Präsentation hier, muss ich schon sagen. Ja, da haut man schon ganz schön auf die Kacke, muss man. Ja, muss man echt sagen. Einiges, okay. Dann merkt man, das ist jetzt für ihr Online-Spiel optimiert. Da fehlen hier und da vielleicht ein paar Feinheiten, ein paar Polygone. Also, wenn man sich das hier mal anguckt, die Landschaft hier ist schön so in Blur-Effekt gemacht. Die Beleuchtung ist ganz gut, die Kampfeffekte sind nice, vielleicht also ein bisschen sehr übertrieben, aber es sieht halt gut aus. Und wir kämpfen jetzt hier durch den Prolog. Ich glaub nicht, dass es hier für uns was zu holen gibt. Und wir machen hier mit Serka ein bisschen reden. Deutsche Vertonung. Schau mal, was der Kerl hier wieder zu sagen hat. Der Führer unserer Abenteurergruppe. Und wir müssen hier, ja, ein Geheimnis lüften. Schauen wir mal. Dieser närrische Priester. Ich kam extra hierher. Und hier ist nichts. Das sieht so aus, ja. Hier glitzert aber irgendwas. Sieh nur ich das, man weiß es nicht. Bist du sicher, dass es in diesem Gebiet eine alte Stadt gegeben hat? Keine Stadt, kein Schatz. Immer wieder nichts weiter als Sackgassen. Werden wir überhaupt bezahlt? Oder ist die Bezahlung genauso unecht wie alles andere? Beruhig dich. Man wird dich rechtlich entlohnen. Ganz bestimmt. Sieh dich am Rand der Klippe um. Untersuche die schwebenden Lichter in der Luft. Dann schauen wir mal. Hier müssen wir hin. Mir schwarmt dort etwas. Das muss irgendwas bedeuten. Hübsche Aussicht, muss man sagen. Schon gut inszeniert. So diese Zwischensequenzen und die Kameraführung. Ja. Schon filmreif ein bisschen. Oi, oi, oi. Ach. Oh. Wo war das denn alles jetzt verborgen? Hui. Oh. Die verborgenen Ruinen waren die ganze Zeit hier. Warum heißen sie auch verborgene Ruinen, nicht wahr? Mann, wir sind bald reich. Erstmal müssen wir dorthin kommen, Freunde. Und wahrscheinlich nicht alle in einem Stück. Wir sind da. Los geht's. Er ist ein bisschen übertrieben synchronisiert, würde ich jetzt mal sagen. Aber gut, er tut sein Bestes. Ich glaube, der Schatz ist dort drüben. Hey, wartet auf mich! Wir sind da oben hin. Man muss ja nicht alles machen, was die sagen. Ich finde mal hier noch andere Sachen. Wie viele Statuen hier? Was ist das da? Krieger, der kniet. Schauen wir uns mal ein bisschen um hier. Ja. Die kniet da. Vor so einem Tor. Okay. Das ist eine kaputte Treppe. Aber die sind wir gekommen. So. Gut, dann gehen wir mal hier hin. Warum geht der nicht auf? Neil! Hol mir den Sprengstoff! Ich hab das ganze starke Zeug schon aufgebraucht. Was haben wir hier? Wieder so ein magisch verzaubertes Tor.
Dann wollen wir mal die Tür wieder öffnen. Wir sind ja hier der Spezialist für sowas. Ich vermute, es muss ein geheimes Gerät geben, das den Schrein öffnen kann. Natürlich. Wir sollten zusammen danach suchen. Suche in der Nähe nach dem geheimen Gerät. So, geheimes Gerät, wo bist du? Hallo, geheimes Gerät. Man weiß es nicht. So, das war es, kein geheimes Gerät. Die Show ist vorbei. So, ich habe übrigens hier so einen Scharfschützenkanonier genommen als Klasse. Nur, falls man fragt. Es gibt hier verschiedene Klassen, wenn man mit diesem Spiel spielen will. Von Assassinen bis zu Rittern und was weiß ich alles. Kann man sich alles am Startbildschirm aussuchen. Einige Klassen sind gendergebunden. Das heißt, man kann nur als Frau oder Mann spielen. Das ist nicht gemischt. Kann man sich nicht aussuchen. Ist leider so. Mit Gendern hat man es in Asien auch nicht so, muss man sagen. Aber, mein Gott, ja. Man ist aber auf jeden Fall für jeden was dabei. Und ich würde auch sagen, am Anfang ist eh wurscht, was für eine Klasse du spielst. Die sind alle so ausgelegt, dass du gut mit durchkommst. Und geht ja erstmal darum, das Spiel zu lernen, Spaß zu haben. Und dann kann man sich später immer noch einen Charakter zurechtzüchten und dann richtig hier loslegen. So. Man soll ja auch Spaß haben. Es gibt Leute, die wollen direkt so, ich muss sofort das höchste Tier erreichen und sofort alle Events machen. Ja, warum? Zwingt dich doch keiner. Verliest nichts dadurch. Lern erstmal das Spiel, hab Spaß und mach dir keinen Druck. So, hier geht's nicht um eine Weltmeisterschaft. So, hier haben wir noch was Geheimnisvolles gefunden. Was ist das bloß? So, jetzt muss ich auch noch was finden, womit ich das geheime Gerät zum Laufen bekommen kann. Also, warum ich das eigentlich die ganze Zeit machen? Hallo, was machen die anderen eigentlich den ganzen Tag? Die kriegen nachher die dicke Belohnung und ich kann sehen, wie ich mir hier an dem Ding dann die Finger verbrenne. Ah. Naja, das kann mir ja schon hier. So. Bestätigen. Hier ist irgendwas an dieser Statue. Flop. Was ist jetzt? Oh. Ich war's nicht. Der leuchtet. Oh. Hier leuchtet auch was. Was ist das? Anscheinend hat dieser Grünschnabel einen Weg gefunden. Jawohl. Ha, ha, ha. Dafür möchte ich aber auch einen größeren Anteil am Schatz, mein Freund. Das mache ich hier nicht aus Spaß. So. Die schwere Tür beginnt sich zu bewegen. Rabums. So, jetzt gibt es wieder eine Cutscene. Also es gibt sehr viel geskriptete Szenen hier, die vorgefertigt sind, so ein bisschen. Je nachdem, was man macht. Okay. Hübsch. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Ein bisschen viel Grünzeug. Geht der denn da? Naja, gut. Oh, was steht da hinten? Oh, dort! Der Schatz! Halt! Hey, seid ihr bescheuert? Hände weg vom Schatz! Ich bin hier der Boss! Beiseite! Die sind überversteinerte auf Figuren. Ihr gierigen Narren! Schaut raus! Upsi, was ist das? Oh, shit. Dämonen! Wie sind die hierher gekommen? Das frage ich mich später. Geht, geh weg. Ist komisch. Hau ab. So, Nahkampfangriff. Jawoll. Hier noch einer. Oh, 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 da ist aber was ganz Großes. Oh, 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 oh. Holla, die Waldfee. Wir sind fast gestorben. Aber nur fast.
Scheiß auf den Vertrag. Schnapp dir, was du kannst. Das war nicht der Deal. Da steht nicht der Schwert hat, macht die Regeln, Kindchen. Ja, ja, dann großes. Da hat er schon recht. Nimm den Stein mit. Sieht wertvoll aus. Das ist keine gute Idee, glaube ich. Hier sind nicht umsonst so viele versteuert. Nein, nicht anfassen! Ups. Nein! Ich hab's gesagt. Halt! Eine Falle! Wäre mir nicht aufgefallen. Hilfe! Na komm, dann machen wir das mal. Wir sind ja nicht so. Bitte, lass mich nicht sterben! Komm zurück! Oh, hübsch, jetzt können wir uns in den Garten stellen als Steinfigur. Seine Gier hat euch beide getötet. Bleibt hier. Ja, kannst auch mal was machen. Oh, Baseball, cool. Hui. Oh. Aber von den Effekten hier nicht wohin schlecht. Führt diese Straße? Ich weiß nicht, ich hab manchmal dieses Gejammere von ihm nervt ein bisschen. Brustschutz des Abenteurers. Was haben wir hier? Aha. Ein neues Item. Wir haben ein bisschen die Tunika der Entschuldigung, die Tunika zurückgewonnenen Zeit. Aha. Kanonier exklusiv, das kann also nur ich tragen. Und wir kriegen dafür den seltenen Brustschutz des Abenteurers. Stufe 60 hat auf jeden Fall bessere Effekte, Geschicklichkeit, Vitalität. Okay. Mal gucken. Hey. Oh, okay. Ganz anderer Look. Ein bisschen frischer jetzt so, ne? Aber hier in der Gegend. Nur dieses Lederleibchen, das schwitzt man ein bisschen, muss man sagen. Aber er kann ja jetzt das an den Arm ablaufen lassen. So, was habe ich hier noch für Gedöns? Achso, da weiß ich auch nicht, was das ist. Phönixflaum, das habe ich bekommen. Das war hier irgendwann hier in einem Postfach drin. Und hier habe ich die Truhe, die Bronze, das Bronze-Pionier-Paket. Das habe ich ja gekauft, um hier frühzeitig Zugang zu haben, um das Spiel schon mal zeigen zu können. Da ist dann irgendein Gedöns drin, eine kristalline Aura, 30 Tage. Das ist sozusagen wie ein Premium-Boost, den man 30 Tage bekommt und dadurch Vorteile bekommt. Dann haben wir eine Begleiterauswahl, eine Katze und den Titel Heroischer Gründer. Dann können wir uns dann da in den Hut pappen. Statt Schildkröte steht dann Historischer Gründer da oben. Aber das ist mir relativ schnurz. Das mit der Katze wird ganz lustig sein und die kristalline Aura. Okay, dann... Aber das würde ich vielleicht erst aktivieren, wenn wir hier in dem Prolog durch sind. Wow, wir haben schon 36 Silber, oder was das ist. Ist ja richtig viel. Gut. Kann man das zerlegen? Bringt das da was? Können wir ja ausprobieren. Aha, jetzt haben wir ein nützliches Ausrüstungsstück bekommen. Aha. Gebunden, nicht? Hände lassen auf ordentlich Münzen springen. Aha, das kann man dann also verkaufen. Okay, gut zu wissen. So. Wenn wir hier nochmal drauf gehen. Skins. Da haben wir so nichts drin. So, und ist das hier noch alles? Ne, keine Ahnung. Müssen wir uns alles nochmal genau anschauen. Ah, wir... Oh, der gewinnt aber langsam Lebenspunkte hier zurück. Das dauert aber. Erstaunlich. So, Kader. Erfolge, Titel. Kader-Informationen. Ich glaube, Kader ist hier mein Hauptcharakter-Account sozusagen. Also es gibt hier auch nicht nur Punkte, sondern auch ein
ja, die Truhe, die man hat, die hat einmal eine persönliche Bindung an die Figur und einmal eine Bindung an den Server, auf dem man ist. Und wenn man hier einen zweiten Charakter erstellt, dann kann der auf diese Stufen, die dieses Kader bringt, damit zugreifen. Ein bisschen komisch ausgedrückt vielleicht, aber bei der nächsten Stufe, die wir erreichen können, kriegen wir Vitalität plus 5. Das heißt dann, alle Charaktere, die zu diesem Kader gehören, also zu meiner Gruppe, die ich hier spiele auf diesem Server, wenn ich mir einen anderen Charakter mache, der kriegt dann das auch schon mit. So, das muss man sich dann also einmal erspielen. Das ist ein bisschen wie die Aszendenzen bei Path of Exile. Wenn man die mit dem Hauptcharakter durchgespielt hat, dann braucht man die mit dem nächsten Charakter nicht nochmal. Muss es halt nur einmal gemacht haben. Hier ist es auch so ein bisschen. Du musst die Erfahrung gesammelt haben. Am nächsten Charakter hast du die dann auch. Oh, ich kann die kaputt machen. Hui, das war mal ein Abenteurer. Cool. So, ich weiß nicht. Mal sehen, was jetzt passiert. Gibt es nur noch uns beide. Ja, und das finde ich nicht gerade prickelnd. Okay. Ich weiß, das hört sich verrückt an, aber ich habe die ganze Zeit das Gefühl, dass wir beobachtet werden. Na, also ich bin's nicht. Also, hier ist keiner. Gefährliche Fallen, Dämonenangriffe und sogar menschliche Gier. Ich habe keine Ahnung mehr, worauf wir uns hier eingelassen haben. Ja, was hast du gedacht? Du gehst auf eine Expedition mit lauter ungepflegten, ungehobelten Typen mitten in einem Dschungel in eine einsame, vereinsamte Ruine, die kein Mensch kennt. Was hast du dir gedacht, dass ein Pfadfinderausflug ist? Naja, gut. Ich freue mich darauf, mehr herauszufinden. Im Ernst? Ich hoffe, wir schaffen es gemeinsam bis zum Schluss, Rodan. Werden wir sehen. Der Ruf der alten Prophezeiung, Quest ist abgeschlossen. Wunderbar, jetzt kommt die nächste. Freigesetztes Licht des Schicksals. Quest ist angenommen und wir werden auch eh nicht gefragt, aber hier kann man das auch nochmal nachlesen. Das ist so ein Quest-Log. Alles nochmal nachlesen, was man so gemacht und bekommen hat. Silber und tralala. So, verwende das mysteriöse Portal. Dann wollen wir das mal machen. Oh je, mal sehen, was passiert. Flop. Okay. Jetzt kommt hier so Dr. Who-Sequenz, oder? Huh? I see nothing, I think. Was ist jetzt? Ist das alles hier? Göttliche Kräfte oder was? Hui! Mitten im Gesicht auf dem Stein. Ja, es ist nicht schön. Ich bin anders gelandet. Edge. Folge dem Licht. Welche Richtung sollen wir wählen? Da lang? Oh! Oh! Wir sollten vielleicht aufpassen, wo wir hier langlaufen. Oh! Geht es dir gut? Oh, oh. Du lebst. Komm, suchen wir einen Weg nach oben. Ich balanciere hier gerade, ich kann mich nicht konzentrieren. Es ist so dunkel hier. Ich kann nichts sehen. Erkennst du irgendwas? Ja, da ich gleich auf die Fresse hier falle, wenn du noch weiter laberst. So. Jetzt müssen wir hier nochmal rüberspringen. Hier drüben. Ich habe ihn gefunden. Nimm das und geh hoch. Okay. Wieso muss ich eigentlich mal alles machen? So, Morpheus. Du Eumel. Ja, mal sehen. Huch. Wir haben es geschafft. Der Eingang, Ausgang, Fortgang, was auch immer. Was ist das denn? Endlich gefunden. Was ist das? Holla, die Waldfee. Was zum? Oh, oh. Yeah, what the hell? Wir stehen im Test des Hüters.
Eieieiei. Flop, da ist er weg. Ja, das war doch gar nicht mal so leicht. Womp. Und jetzt? Huch. Uiuiui. Was sehen wir jetzt? Wenn das Licht des Schicksals das Ende der Welt erreicht. Zeigt der geflügelte Wächter den Weg zum Genesis-Licht. Ah ja. Wenn das Chaos des Abgrunds seine Augen erneut öffnet, wirst du dem Stolz der Löwen bis zum Ursprung folgen. Hat das irgendjemand verstanden? Das Schicksal ruft nach dir, Auserwählter. Ich will gar kein Auserwählter sein, ich will nur meine Ruhe, mal einen Kaffee trinken. So. Ja, der ist ja auch noch da. So, wo ist meine Belohnung hier? Wo sind die Schätze? Ich bin jetzt nur wegen diesem Wischter hier hingekommen. Das Werbeblättchen oder was das war. Das Ding hier. Ja. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Regeneriert aber ganz schön langsam. Was haben wir denn jetzt hier eigentlich? Okay. Laber mal mit dem Typen. Geht es dir gut? Ja, es geht so. Unglaublich, dass du dieses riesige Monster besiegt hast. Ich wusste, dass du talentiert bist, Rodan. So ein Monster habe ich noch nie gesehen. Uralt und mächtig. Das muss der Wächter gewesen sein, der den Schatz des Propheten beschützt hat. Das war doch mal der Schatz des Propheten. War es eine Geschichte über die Arche? Dann ging es in der Prophezeiung also um der Stolz eines Löwen. Hä? Ich verstehe, aber das Einzige, das mir bei Stolz in den Sinn kommt, ist das stolze Städtchen Prideholm. Ja, sofort. In den Außenbezirken von Ritramis gibt es ein kleines Dorf namens Prideholm, das unter dem Schutz des Sakria-Ordens steht. Vielleicht ist das der Weg, den du einschlagen musst, Rodan. Rodan, dank dir habe ich eine Menge gelernt. Der Schatz des Propheten hat die ganze Zeit auf dich gewartet, um die Prophezeiung des Neubeginns des Lichts zu überbringen. Huch. Ich glaube, der Zeitpunkt, uns zu trennen, ist gekommen. Ja, flott. Aber sei versichert. Wir werden uns wiedersehen. Ah, das muss nicht unbedingt, also. Ja, war nett mit dir. Ich muss mal einen neuen Hut kaufen, glaube ich. Das steht mir irgendwie nicht. Mach's gut, Fuzzi. Morpheus, meine ich. Wir haben ein gemeinsames Schicksal, du und ich. Auch das noch. Ja, dann jetzt. Der Stolz der Löwen. Oh. Dann also Prideholm. Na dann mal los. Wir können das Schicksal nicht warten lassen. Ich glaube, der hat uns so ein bisschen behumst. Okay. Runapass. Aha, ja. So. Jetzt sind wir also. Erfolg ist abgeschlossen. Titel erhalten. Jetzt sind wir am Runapass. Heieiei, okay. Hier ist ja was los, sag ich euch. Was ist das hier? Universallager.
ist das hier? Truhe artetinische Ingenieursbrille. Erhält die artetinische Ingenieursbrille. Verwende, um den Skin für deinen Charakter zu erhalten. Ein Skin. Kann ich aber nicht benutzen, weil... Keine Ahnung. Hier kann ich irgendeine Belohnung bekommen. Aber diese Mission hier abgeschlossen habe. Ein Amethystfragment, was immer das ist. So, das kann ich jetzt öffnen. Ah, jetzt geht das. Aha. Artetinische Ingenieursbrille, mein Gott. Gibt mir Geschicklichkeit 0,5% und ein bisschen mehr Charisma. Ja, dann wollen wir lieber ausrüsten, ne? Was haben wir hier? Amethystfragment haben wir bekommen. Für ein Event. Kann gegen Geschenke beim Amethystfragment Tauschhändler in der Stadt angetauscht werden. War ja klar, dass es da auch einen Amethysthändler gibt. Wahrscheinlich gibt es auch noch wie 60 verschiedene andere Kristalle. Irgendeinen speziellen Händler, mit dem man irgendwelchen Kram kaufen kann. Eieiei, was ist das hier alles? Also hier kann man endlos... Ja, das Spiel ist natürlich auch darauf angelegt, für alle Free-to-Pay-Spiele, dass man unglaublich viel Zeit damit verbringt. Ist halt so. Also hier gibt es unglaublich viel zu finden, zu tun und wir haben einen neuen Titel bekommen. Der Gipfel. Wie gesagt, jetzt. Wir sind der Gipfel. Gipfelrodan. Oder Schildkröte. Ich weiß nicht, was besser ist. Hier gibt es noch die Einmannarmee, der Abenteurer. Das klingt alles besser als der Gipfel oder die Schildkröte. Aber gut, dann machen wir das. Naja, gut. Wofür auch immer das gut sein soll. Questgegenstände haben wir keine. Okay. Was war denn hier nochmal beim Charakter? Ah, hier war das. Ah, hier kann man nochmal sehen, wie die Figur eigentlich aussieht. So, jetzt hat er da oben am Kopf so eine Brille. Das ist der Hut der zurückgegebenen Zeit. Ja, jetzt könnte ich montags gebrauchen, dann wäre ich wieder am Sonntag. Aha. Kann man auch ausblenden, wenn man es nicht haben will oder so. Amikt der zurückgegebenen Zeit. Was ist der denn? Hier haben wir diesen Brustschutz. Das hier ist hier unser Beinkleid, Handschuhe. Das ist der Bogen. Hier gibt es noch einen Krempel. Hier kann man auch Ringe reintun. Was? Ohrringe sogar. Ohrringe, okay. Zwei, natürlich. Man hat zwei Ohren meistens. Fähigkeit, Stein, so, das gibt es auch noch. Also man kann seinen Charakter noch ordentlich boosten, so wie es aussieht. Nee, nee, lass das doch mal. Scharfschütze. Gipfel. Skins und Tugenden. Weisheit. Aha. Dauerhafte Höhe durch Tränke. Charisma. Charisma ist die Macht, die Herzen der Leute zu gewinnen. Je höher dein Charisma, desto freundlicher wird der Empfang sein, den man dir bereitet. Also das haben wir ja jetzt ja bekommen. Kann ja anscheinend aber nicht aktiv beeinflussen. Und Weisheit. Okay, was haben wir hier sonst noch für Wert? Angriffskraft. Aha. Trefferpunkte. Um 840. Stufe der Ausrüstung 5500. Keine Ahnung, was das heißt. Hier ist diese komische Brille. Also da kann ich sie ausblenden, dann habe ich wieder den Hut. Also wenn ich nicht will, dass er mit dieser Brille rumläuft, kann man alles wegmachen. Okay. Und hier kann man sich detailliert alle Charakterwerte seines, ja, seines Chars hier angucken. Oh Gott. Alles wird Bewegung, Reittier gibt es auch noch. Aha, man kann hier auch reiten, man kann übrigens auch hier mit Schiffen fahren. Den kann man dann, glaube ich, auch selber steuern. Also, man kann auch hier auch Pirat werden. Kritischer Schaden, 200%. Aha. Waffenkraft, Geschicklichkeit. Okay, ja, wir brauchen hier wahrscheinlich auch, ne? Sind ja eher der Fernkämpfer. Okay, kann man sich alle möglichen Krampel angucken. So sehen wir jetzt aus. Okay, wir haben jetzt hier diese komische Brille am Kopf. Sieht ein bisschen merkwürdig aus. Na gut, ist, ja. Wie gesagt, so ein bisschen Anime ist hier halt auch mit drin. Okay, latsch mal ein bisschen rum. Gras bewegt sich auch.
Silberfalke. Was macht er eigentlich? Falkenzeuge. Beschwöre einen Silberfalken, der regelmäßig nahe Gegner attackiert. Ja, ja. Während der Silberfalke beschworen ist, können mächtige Spezialfähigkeiten eingesetzt werden. Bewegungsgeschwindigkeit plus 4% für deine Gruppenmitglieder im Radius von 24 Meter. Das heißt, wenn ich mit einer Gruppe mit anderen Spielern spiele, bekommen die einen Boost von 4% auf die Bewegungsgeschwindigkeit, wenn der aktiv ist. Okay. Ich kann noch zusätzliche Sachen drauflegen. Das ist die normale Fähigkeit. Kann man sich das irgendwie... Okay. Die kann man jetzt noch nichts boosten oder machen. Hm. Also ist das jetzt dann gut? Keine Ahnung. Lange Zündschnur, Blitzpfeile. Kann ich nichts hinmachen. Also da brauchen wir erst eine Rune, um was freizuschalten. Okay. Gut, müssen wir uns eigentlich auch nicht mit befassen. Wir sind eh noch im Prolog hier sozusagen. Ein berühmter Priester soll heute eintreffen. Aha. Wie du meinst? Oh, ich habe auch von ihm gehört. Er hat einen guten Ruf. Mhm. Hier so. Gibt nur Nah- und Fernerzungsstufe. Das ist ein bisschen. Naja. Ich hänge jetzt irgendwie fest. Naja. Aber die Gegend ist wirklich hübsch gemacht, also. Tauben. Die Leute sagen, er könne jede Krankheit heilen. Man sagt, er soll umherreisen. Ich würde, er kommt hierher, um nach etwas zu suchen. Ja, wir reden nicht. Was haben wir hier? So, jetzt sind wir in den Ort angekommen. Hier wird wahrscheinlich wieder irgendwas passieren, was zu unseren Quests gehört. Folge den Maschinen, Pilger nach Prideholm. Ah, ich frage mich, wie er so ist. Wem reden die da? Okay, hier wird wahrscheinlich wieder irgendwas passieren. Du bist gerade vorbeigekommen. Ja, wo, ich. Wo ist er? Ja, dafür ein Problem. Was ist hier los? Ist ja, Mark. Das wirklich? Er sieht viel zu jung aus. Verfügt er wirklich über Heilkräfte? Er sieht eher schwach aus. Papa, wer ist das? Ein sehr berühmter Priester. Aha. Willkommen in Brightholm, Heiliger. Tag auch. Ich danke euch vielmals für diesen herzlichen Empfang. Pater, Barut und die Dorfbewohner erwarten sehnlichst deine Ankunft in der Kathedrale. Oh, dann sollte ich Pater Varut nicht länger warten lassen. Jetzt! Verdächtiger Junge. Was ist denn hier los? Wir sind hier als Pilger verkleidet und Attentäter. Das war einfach. Ja, da kommen noch mal ein paar. Das jetzt wieder Aktion hier. Hey, lauf nicht weg, du Vogel. Danke für meine Rettung. Bist du auf dem Weg nach Prideholm? Nein, eigentlich wollte ich zu McDonald's, aber ich bin hier, habe ich komplett verlaufen. Bin jetzt hier in dieser Welt. Keine Ahnung. Folge einfach der Straße, du gelangst nach Prideholm. Warum fährst du nicht mit mir in meinem Wagen ins Dorf? Hey, hast du ein hübsches Cabrio? Das nehme ich doch gerne mit. So. Mit einem Objekt interagieren. Wir haben Weisheit bekommen. Wofür brauche ich die? Belagerung von Armen. Quest angenommen. Mhm. Das ist der Wagen von dem Vogel hier. Ich kann jetzt reiten, oder was? Ich weiß nicht, die Brille sieht komisch aus. Hätte ich mir doch eine andere Frisur einfallen lassen sollen. So, was mal. Oh, eine Kutschfahrt. Das wird ja mal besser hier. Also... Was führt dich nach Prideholm? Putzig. Okay. Oh, du suchst also nach der Arche? Nein, ich wollte einfach mal einkaufen. Weißt du, die meisten halten die Arche für einen Mythos. Mhm. Um ehrlich zu sein,
Ich suche auch nach ihr. Anscheinend sucht ja jeder danach, aber... Ich habe gehört, es gibt in diesem Dorf eine Steintafel mit Geheimnissen über die Arche. Da ist... Was für ein glücklicher Zufall. Da oben. Vielleicht können wir zusammenreisen. Der Wagen brennt. Herrje. Hallo. Pferdchen, schneller. Gib Gas. Also... Alter Falter. Wir haben... Das Pferd ist gut. Yes, ist Maria. Mir wird warm, Leute. Es brennt. Oh. Das Pferd. Nein. Aber das Pferd? Scheiße. Ach, komm. Das Pferd wäre mir jetzt lieber gewesen. Komm, Armel. Oder so wie du heißt. Vielen Dank. Oh nein, sie sind mir bis hierher gefolgt. Vorsicht, da kommen noch mehr. Mehr Vögel hier. Nehmt das, ihr Vögel. Haha. Bin cool. Entschuldigung. Es ging mit mir durch. Da ist ja noch niemand. Hallo. Haben sie jetzt alle gekillt oder was? Ah, hier. Ich war fertig. War es das jetzt? Ich glaube, das war der letzte von ihnen. Ja, das reicht auch langsam, muss ich sagen. Aber guck mal, wie gut ich schießen kann. Haha. So. Meine Güte. Bist du nicht verletzt? Noch nicht. Ich bin ja so froh, solche merkwürdigen Gestalten habe ich rund um Prideholm noch nie gesehen. Meine Rede, wo ist nun die Zeit hin? Die Leute warten sicher schon auf mich. Das Relikt der Arche ist in der Kirche. Komm doch gern zu mir, sobald ich in der Kirche eingetroffen bin. Okay, sprich mit Armel in der Kathedrale. So, Armel. Armelburche da, ey. Hier ist die Kirche. Da muss ich schon hin. So. Das heißt, ich muss jetzt hier komplett durch die Gegend rennen. Hallo, Freunde. Ich darf hier rein, oder? Ja. Lass euch nicht beim Rumstehen stören. Oh. I am now in the city. Hui. Hübsch. Schöne Kathedrale. Also eigentlich fast nur Kathedrale mehr vom Ort. Hier kommt noch was übrig. Hier hat jemand viel Geld gehabt. Ja. Gucken, oh ja, der Weg ist ja abgekürzt hier. Nice. Oh, hübsch. Die Blumen muss ich noch identifizieren. Okay, was ist hier wieder los? Hochzeit oder was? Hm. Laufen die alle so rum hier immer? Hier war eine Frisur. Halleluja. Cool. Was ist hier wieder los? Irgendwas passiert? Muss ich wieder irgendwelche Türen öffnen? Holla. Die Kathedrale von Prideholm. Gibt's hier gerade Kommunion oder was? Spürt die Wärme des Lichts. Okay. Und werdet geheilt. Bei so Sekten mache ich aber nicht mit, Leute. Oh, der Schmerz ist weg. Ich kann wieder sehen. Ach so. Vielen, vielen Dank. Das ist unglaublich. Er hat so viel Energie. Bei den Göttern. Annas Wunden sind geheilt. Oh, du bist das. Du bist hier. Pater Varud, dieser Abenteurer hat mein Leben gerettet. Oh, das wart ihr also? Ja. Ich kann die Güte spüren.
Meine Begleitung. Ich meine leere Brieftasche. Sucht ebenfalls die Arche. Oh, ist das so? Dann haben wir viel zu besprechen. Ich glaube auch. Jetzt mit dem Hinlatschen? Ah ja, doch. Ich dachte, die Szene geht jetzt. Ah, jetzt geht's wieder weiter. Ist dies die Tafel? In der Tat. Die Tafelrunde? Sie enthält alles Wissen über die Arche, das über Generationen weitergegeben wurde. Da fehlt ein kleiner Teil, hm? Zumindest theoretisch. Wie ihr sehen könnt, fehlt ein Teil. Ja. Ein recht großer Teil. Was damit wohl passiert ist? Die Tafel sah bereits so aus, als sie in der Kathedrale ankam. Ah, wahrscheinlich DHL wieder schuld. Ich denke, das Stück verschwand beim Transport. Wir konnten es auch nicht wiederfinden. Ich sag ja, DHL war's. Es liegt beim Nachbarn zur Zustellung. So, ja. Hallo, Pater. Ich stehe eh schon daneben. Sehr ehrwürdig. Hallo, Pater. Niemand weiß wirklich, wie dieser Teil der Steintafel verschwunden ist. Hm. Selbst die Leute, die damals in der alten Kapelle waren, wissen nicht mehr genau, was geschah. Hm, irgendwas fehlt da noch. Warum gehst du nicht in die Taverne und sprichst mit den Einwohnern? Hä? Okay. Ich lasse die Mönche ein Pferd für dich vorbereiten, damit du dich in der Stadt umsehen kannst. Oh, vielen Dank, dass du Pater Arnold beschützt hast. Ja, aber das Pferd, naja gut. Oh, wir haben ordentlich EP gekriegt dafür. Halleluja. Stadt des, was? Abendleuchters? Ne, Nachtleuchters. Nachleuchters. Nachleuchtens, Herrgott. Nach die, ja, Quest. Entschuldigung. Hat angefangen, okay. So, bis 20.000 brauchen wir noch, bis wir einen Stufenanstieg kriegen. 7.616 Punkte haben wir jetzt. Was haben wir hier wieder? Einen neuen Titel bekommen. Ach hier, gemischt. Vererbter. Vererbter Gipfel kann ich mich jetzt nennen. Oder vererbte Schildkröte. Präfix und Suffix, so machen die das hier. Also, du kannst auch abgenutzte Schildkröte dich nennen. Das ist lustig, ja. Okay. Machen wir jetzt. Wir sind jetzt der vererbte Gipfel. So, viel Spaß. Vererbter Gipfel Rodan. Das hört sich sehr merkwürdig an. Okay. Wir müssen die Kathedrale verlassen. Ich hoffe, ich schaffe das noch, ohne mich hier zu verletzen. Nein, der Teppich ist gut. Wenn ich kann ja hingucken, nehme ich den mit. Ist das noch irgendwas zu klauen? Nee. Hm. Gut, dann gehe ich mal. Jawohl. Man darf mit Waffen in die Kirche. Auch interessant. Pride Hole. Hübsch. Hm. Da was? Oh, was haben wir jetzt? Ah, Herausforderung. Willkommen. Der Basisratgeber ist jetzt da. Das heißt, hier können wir unsere Quests anschauen, oder was? Das schicksalhafte Abenteuer. Wenn das Abenteuer beginnt, triffst du verschiedene Leute und Fälle. Folge deinem Schicksal in Pride Hole, wo das Abenteuer wartet, und folge einem neuen Abenteuer. Okay, wir kriegen eine Belohnung von 1000 Silber jetzt, wenn wir das hier bestätigen. Klink. Was haben wir hier? In guter Gesellschaft. Varut hat ein Reittier vorbereitet, das sich auf die Abenteuer, das sich auf deinen Abenteuern begleiten wird. Ein Lockhill-Rappe. Aha. Schließe du erst die Hauptquest ab, begib dich zum Bruder Alfell in Breithorn und aktiviere das Reittier, das Varut für dich vorbereitet hat. Ah, nachdem du das Reittier aktiviert hast, kannst du mit Alt-V das Reittier-Menü aufrufen oder das Reittier im Quickslot zum Reiten registrieren. Das kann ich registrieren. Mhm. Hier bitte alle Pferde registrieren. Sehr interessant, okay. Alt-V. Also wir müssen jetzt hier den Bruder finden. Ja, das ist ja nicht... Der steht ja direkt hier. So, okay. Da kriegt man 1000 Silber für. Okay, wo mache ich den Silber überhaupt? Na, werden wir sehen. So, dann haben wir also unser... Was ist das hier? Willkommensherausforderung. Ah, was steht dann hier oben? Okay. So, wo ist der Bruder hier? Oh, hier ist aber auch eine Schwester. Weltkarte erhalten. Oh, jetzt haben wir wieder was Neues gekriegt. Okay, neue Eigenschaft. Gildenlizenz erhalten. Ah. Und was kommt jetzt? Foliant der Erinnerung öffnen.
Oh ja, jetzt haben wir den jetzt ja alles hier bekommen. Community. Gilde. Ah ja, okay. Man kann hier auch Gilden gründen. So, das kann jeder. Bis zu 30 Mitglieder kann man da aufnehmen. Und da kann man sich eine eigene Gilde zusammenstellen und mit 30 Leuten dann hier zusammenspielen und sagen, ich bin die Pay-Now-Gilde. Ich zahle alles sofort. Und ihr könnt dann mit mir zusammenspielen. Dann kann man sich da verabreden oder was auch immer. Also wer das möchte, kann das machen. Muss man aber nicht. Also wer lieber alleine spielt und mit anderen nichts zu tun haben möchte und eben das unheimlich ist, mit echten Menschen zu spielen. Was war das denn? Sowas gibt es natürlich auch. Auch wenn es ein Multiplayer-Online-Spiel ist. Man muss es allerdings nicht. Also man kann aber, jeder kann das hier eine eigene Gilde gründen. So, jetzt haben wir hier die Weltkarte bekommen. Okay, hier sehen wir unseren Ort. Ah ja, hier sehen wir die ganzen Sachen, was es hier so gibt. Müssen wir erstmal nicht so wissen. Wir haben ja unser Ziel, das wird uns ja angezeigt. Hier gibt es eine Begleiterverwaltung. Das ist ein Hund, okay. Hier gibt es einen Koch. Okay, rein raussuchen können wir auch. Hier haben wir also die Weltkarte. Okay. Was passiert hier alles? Hallo? Das hier alles irgendwelche Karten. Okay. Kontinent. Was ist das hier? Weltkarte. Ah, oh je, oh je. Also das ist die komplette Welt, die wir hier so bereisen können. Und wenn wir zu einem anderen Ort müssen, müssen wir da draufklicken. Okay. Also das sind alles die verschiedenen Orte, wo man hier so überall hinreisen und Abenteuer erleben kann. Also wie man sieht, hier wird es nicht langweilig. Kältewelle, Meere, Schiffshaltbarkeit. Also kann man mit Schiffen fahren. Hier gibt es einen Sandsturm auf dem Meer. Sandsturmmeere, okay. Okay, es gibt sehr viel zu erforschen und hier kann man wirklich viel Zeit verbringen. Heieiei. So, was haben wir hier noch gekriegt? Erinnerungsraum. Zum Erinnerungsraum begeben. Im Erinnerungsraum kannst du Erinnerungen erneut durchleben. Berichte Matchsuche und Gruppenfinder ab. Gruppe oder Raidgruppe wird verlassen. Okay, was ist das? Erinnerungsraum. Mhm. Aha. Interagiere mit dem Buch auf dem Tisch, um den Folianten Erinnerungen zu verwenden. Was ist das? Ah, jetzt sind wir wieder zurückgekommen. Aha. Um den Erinnerungsraum zu verlassen, kann ich ein Lied spielen. Sehr interessant. Ah. Gibt's nicht. Aha. Ein Store. Ja, das ist der Ark-Laden hier. Hier kann man sich dann mit allen möglichen Krempel versorgen. So, diese Währung kann man sich dann gegen Geld kaufen und dann hier ausgeben. Aber man kann sie sich natürlich auch erspielen für in Events oder was auch immer. Also alles, so viel ich gehört habe, das ist jetzt hier neu. Von Amazon alles hier gemacht. Amazon hat so ein bisschen Problem mit dem Spiel. Also die Amazon Games bringen dieses Spiel hier raus. Und dann hat er immer so ein bisschen Pay-to-Win-Vorwürfe. Und darum hat Amazon diesen Shop für die westliche Welt ein bisschen überarbeitet, da das halt so hier anscheinend mehr Charakteranpassungen und so weiter gibt. Dann gibt es auch schon, sieht man auch schon Rabatte und so Geschichten hier. Gibt es irgendwelche komischen Reittiere, die man sich dann zulegen kann. Hier kann man sich Skins zulegen, also dass man anders aussieht. Ja, also Customizing. Kartenpakete, Kampf, ja klar. Also. Natürlich gibt es hier auch Pay to Progress, hier wird man also damit sich boostern können und schneller hier Erfahrungspunkte bekommt und so weiter. Aber das ist ja nicht unbedingt Pay to Win. Sondern man kommt einfach nur schneller durch und ich habe ja jetzt keinen großen Vorteil, dass ich schneller bin als andere. Das geht ja um meinen Charakter hier. Also ein Krampel hier, aber Achtung. Guck mal, hier kann man direkt 50 Ocken hier auch loswerden für so eine kristalline Aura für 180 Tage. Das ist also sozusagen das Abo hier. Hier kriegt man einen Haufen Vorteile, zum Beispiel diese Triporter, also diese Teleporter, wo man von einem Ort zum anderen reisen kann, sind dann kostenlos, sonst kosten die halt immer ein bisschen Silber. Aber das ist, ich sag mal, wahrscheinlich, das Silber kriegst du hinterhergeschmissen. Dann kann man hier Überseedampfergebühren, die sind geringer. Du kriegst Beziehungsaktionen, okay.
Regeneration von Lebensenergie wird ein bisschen geboostet. Du kriegst Abklingzeiten sind weniger. Forschungszeit geht schneller und du hast mehr Regeneration. Okay. Das ist zwar alles ein bisschen Boost, aber das gibt es in allen Spielen dieser Art. Dass man halt schneller vorankommt, mehr Experience bekommt und so Geschichten. Das muss man sich dann eben kaufen, wenn man das will. Man muss es aber nicht. Man kann hier auch trotz allem natürlich kostenlos spielen. Nur irgendwann wird das Spiel das immer so machen, dass man den Drang hat, man kommt nicht weiter oder man sieht die anderen Spieler und dann möchte man das auch und dann wird man das ausgeben. Da muss man immer gucken, ob man sich das leisten kann. Also wenn man die 10 Euro im Monat hat, das geht immer für 30 Tage, dann kann man das machen und mit dem Charakter kommt man schon da durch. Also wenn man ganz eilig hat und wer denkt, ja okay, 10 Euro weiß ich jetzt noch nicht, lasse ich erstmal. Ja, warum nicht? Es geht auch, ne? Dann kann das Spiel trotzdem spielen. Wie gesagt, es ist free to play. Man soll hier Geld ausgeben. Man muss es aber nicht, muss jeder selbst entscheiden. Man darf sich halt nur nicht verlocken lassen. So. Aber es ist nichts dagegen zu sagen, hier, wenn das Spiel einen Spaß macht und sagt, boah, das ist geil, das gefällt mir, das ist genau das, da werde ich die nächsten 3 Monate damit verbringen. Und es wird mir richtig Spaß machen. Darauf habe ich jetzt gewartet. Ja, warum nicht? Dann mach es. Es ist nichts dagegen zu sagen, da Geld reinzustecken. Das ist natürlich dann auch so eine Art, ne, dein Hobby. Und in ein Hobby steckt man natürlich auch ein bisschen Kohle. Muss man eben nur mal aufpassen. Das ist eine von diesen Pets, ne? Von diesen Katzen. Man merkt den asiatischen Einfluss. Okay. Der hat auch so eine Brille wie ich da auf dem Kopf, der eine. Es ist gleich Zeit für den Gottesdienst. Ja, also gesagt, wer hier Geld ausgeben will, kann er tun. Man sollte sich nur klar sein, ne, ob man sich das immer leisten kann und will. Sonst ist halt nichts dagegen zu sagen. So, dann fragen wir mal hier jetzt diesen Bruder. Schieß mich tot, ne? Hallo, Abenteurer. Der ist nicht synchronisiert, okay. Priester Varod hat uns deine Ankunft angekündigt. Er möchte, dass du eines dieser Pferde nimmst. Ich kann aber gar nicht reiten. Auf einem Pferd kommst du schneller an dein Ziel. Bitte denke daran, dass du die einzige Fertigkeit des Reitens nutzen kannst, wenn du beim Reiten Leertaste drückst. Die einzigartige Fertigkeit, okay. Was ist das? Kann das jodeln oder was? Du hast die Wahl. Statt des Nachleuchtens. Priesterwahl und man sagt, sehr gerne. Belohnung auswählen. Also ich kann mir jetzt ein Reittier auswählen. Oder wie? Dafür kriege ich dann eine Belohnung noch, oder was? Okay. Dann kriege ich EP. Kader-EP, also für alle. Und Silber. Wie gesagt, Silber kriegst du hinterher geschmissen dann hier, okay. Also ich kann mir einen Dirioka-Fuchs holen. Wird beim Erhalt gebunden. Also der ist an meinen Charakter dann gebunden. Okay. Also man muss hier auch immer gucken, bei so Gegenständen, ob die gebunden sind an den Charakter oder an den Account. Also, bei der Account ist aber an den Server gebunden. Wenn ich den wechsle, dann ist das weg. Oder auch den Charakter. Wenn das Charakter gebunden ist, ist der Gegenstand auch weg. Dann ist er nur für diesen Charakter zu benutzen. Und wenn es für den Kader ist oder eben ja, für den Account selber, dann kann man das mit anderen Charakteren austauschen und die können dann auch diesen Gegenstand nutzen. Das muss ich dann halt immer gut überlegen. Eudia-Schimmel. Die haben aber irgendwie alle dieselben Eigenschaften, vermute ich doch mal. Das ist nur was Optisches. Ein Reittier, ein Lockhill-Rappe. Ich nehme Fuchs. So. Auf den Rücken der Pferde. Reittier freigeschaltet. Okay. Was soll ich jetzt machen hier? Reittier. Registriere auf dem Quickslot, um uns zu reiten. Es ist gleich Zeit für den Gottesdienst. Was meinen die damit? Das hier? Öffne dein Inventar und rechtsklicke auf das Reittier. Aha. Hm.
meine das hier? Aha. Ach, so geht das. Ah, mit Drag and Drop. Das muss man jetzt mal wissen. Geht das auch woanders hin? Nee, das muss also dahin. Aha, okay. Du hast doch Vater am Leben gerettet, richtig? Kann ich reiten? Ach, die grüne Neune, okay. Warum sind hier so viele Leute am Rumreiten? Die haben alle ihre Pferde gerade gekriegt. Ich frage mich, was Neria. Warst du schon mal in der Kathedrale von Kreisheim? Ich brauche mehr Inspiration. Mit dem Pferd durch die Stadt, ja? Hallo, junge Frau. Mal sehen, ob wir nützen. Danke, dass du Pater Arme gerettet hast. Wetter. Keine Probleme zu melden. Oh, du hast Pater Arme gerettet, richtig? Zack. Erfolg abgeschlossen. So, jetzt haben wir hier ein Pferd. Okay, lustig. Das habe ich auch noch nicht gehabt. Ein Pferd hier rumhoppeln. Naja, okay. Hier ist ja was los in der Stadt. Tränkehändler. Okay. Können wir mit dir was kaufen? Aha, Lehrlingsheiltrank. Regeneriert Trefferpunkte um 600 für 8 Sekunden. Ah, es wirkt also nicht sofort. Okay, der kostet mich 6. Das ist jetzt nicht viel. Das war's schon. Schutztrank gebunden. Okay. Kann ich eigentlich hier noch was hinlegen? Hier habe ich die. Was ist? Ein Schutztrank. Der erzeugt. Wo kann ich den hinlegen? Ah, der ist hier schon. Ah, der ist hier schon. Den kann ich dann mit 1, 2, 3, 4 aktivieren oder F1, 5, 6, 7, 8, 9 und hier quer zum ISDF. Also hier bin ich ganz schön auf der Tastatur rumklimpern, muss man sagen. Wir haben mehr so ein Auswahldrehkreuz auf der mittleren Maustaste da lieber bei sowas, muss ich sagen. Der gibt uns ein Schild, der gibt absorbiert 15% der Trefferpunkte. Okay, auch nicht schlecht, haben wir jetzt mal so gekriegt. So. Und? Gibt es Neuigkeiten? Was haben wir hier für einen Löwen? Mit wem reden wir jetzt hier? Ah, okay. Ach, die kleine Löwe da spricht mit mir noch was. Willkommen, bist du hier, um dich um deine Begleiter zu kümmern? Gib deinen Begleiter ruhig in Arkitainas Obhut. Er war als Magier ein Mitglied der Gesellschaft für Magie von Vern. Aha. Also hier kann man also dann Begleiter anheuern oder benutzen, umstellen. Okay. Ah, das ist auch ein Mitspieler hier. Die junge Dame da. Verärmte Zähmerin. Okay, das sind NPCs und das sind gerade Live-Mitspieler. Ich brauche mehr Inspiration, um ein Lied zu schreiben. Brüder und Schwestern, lasst uns beten. Das ist auch ein normaler Mitspieler hier. Also Mensch. Okay. Was haben wir hier? In guter Gesellschaft. Den Lockhellrappen. Okay, das haben wir ja geschafft. Dafür kriegen wir jetzt eine Belohnung. Zack. So, erlernende Grundlagen ist das nächstes. Erlernende Grundlagen des Abenteurerlebens in Prideholm. Einige NSCs, also von diesen computergesteuerten Figuren hier, die auf deiner Reise begegnen, werden nützliche Tipps geben und dir zeigen, wie man Werkzeuge nutzt. Sprich mit den Bewohnern von Prideholm, sammle so viele Informationen, wie du kannst. Abenteuertipp, nutze während einer Quest die schaltfläche Ort anzeigen, um das Ziel bequem zu überprüfen. Folge der Hauptquest Märchen und Legenden in Prideholm. Okay, das dient jetzt also dazu, hier
die Mechanismen von diesem Spiel ein bisschen kennenzulernen. Hier haben wir eine Aufgabe bekommen. Sammle 3 Mokoko-Samen. Ich weiß nicht, wann das jetzt wieder ist. Mokoko-Samen sind überall in der Welt, bis auf Tortoik zu finden. Wenn du unterwegs bist und das Gefühl hast, in der Nähe ist etwas verborgen, dann drehe jeden Stein um. Als Belohnung kriegen wir 50 Heiltränke. Oh, das ist nicht schlecht. Okay, das ist also so eine Sammlerstücke-Quest. Da gibt es anscheinend mehr davon. Okay. Gut, und? Gibt es Neuigkeiten? Das heißt, wir müssen hier mit jedem quatschen. Hier gibt es ein Anschlagbrett auf dem Platz. Kann man das irgendwie aktivieren? Nee. Gut, als nächstes müssen wir dann hier rein. Hier ist halt los. Hier ist gerade jeder auf sein Pferd am Steigen und probiert es aus. Ja, das Spiel ist halt, hat heute gestartet und ist ganz neu. Und jeder will natürlich hier alles ausprobieren. Das ist hier auch heroische Gründerin. Die hat sich auch so ein Gründerpaket gekauft. Das sieht man direkt am Titel. Hier ist eine von diesen Tierchen gespawnt. Und diese Tierchen helfen einem beim Loot sammeln. Das ist jetzt nicht so ein ganz neuer Mechanismus, aber das ist sehr praktisch. Wenn du so ein Tierchen dabei hast, das sammelt dir nämlich automatisch alles ein, was rumfliegt. Und du musst das selber nicht tun. Und es hat noch andere Boosts. Das werden wir uns aber beim nächsten Mal dann angucken, wenn wir unser eigenes Tierchen haben. Das werde ich mir nämlich auch anschaffen hier. Ich habe es schon in der Truhe, ich muss es nur rausholen. Bin gespannt, was das für eins ist. Ja, und das war wieder ein Blick hier in Lost Ark. Guck nicht so kritisch, Rodan. Ja, es ist ein bisschen laut hier. Gibt es Neuigkeiten? Aber es liegt hier an den vielen Pferden und Reiten. Hier ist auch noch so eine Katze. Miau. Und was war jetzt? Ich hab irgendwas angeklickt. Also ist alles noch ein bisschen rätselhaft hier. Wir müssen uns hier mal durchklicken und arbeiten und mal sehen, wie wir hier weiterkommen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen, hier den Eindruck zu kriegen, was hier so los ist. Ach, hier wird gerade irgendwas aufgezeichnet. Dann müssen wir auch mal, glaube ich, abstellen. Hier ist ein Quatsch. Okay, mache ich dann später. Ja, und dann vielen Dank fürs Zuschauen. Hier ist ordentlich. Hier tanzt der Bär in der Stadt. Bis zum nächsten Mal. Danke und bye bye. Jesus Maria, was machen die hier?